Beim Fußball sind auch die guten schon raus. Die neuen werden nämlich gerecht. Da gibt es einiges, was da reinspielt, ne? Meine Trainer ändert sich ja jetzt auch, glaube ich, gefühlt jedes Jahr. Das ist halt auch an sich nicht so gut. Da kommt noch der ganze Politikquatsch dazu, den man da halt auch immer reinbringt in den Sport. Das sollte halt auch nicht sein. Da gibt's schon einige Gründe. Oh Gott. Grüne Röhre. Aber es ist jetzt nicht etwas, was man jetzt nicht mehr beheben könnte. Aber es wird halt jetzt... wird halt wahrscheinlich eine Zeit lang dauern. Softlord wins? Also was ich halt weiß, ist, dass Deutschland... dass sie sich halt nicht qualifizieren müssen für die Vorrunde. Aber in der Vorrunde müssen sie schon teilnehmen. Oh, Pickup Path. Oh nee. Wirklich? Wow. Geiles Level Design. Nee, nee, nur die Vorqualifikation. Die müssen sie nicht mitmachen. Was aber eigentlich der deutschen Mannschaft ganz gut tun würde, wenn sie das trotzdem mitmachen würden. Einfach um halt ein bisschen mehr Praxis zu bekommen. So echte Praxis. Deswegen, ne, wenn ich jetzt so der Trainer gewesen wäre, hey. Die EM findet zwar bei uns statt, aber wir wollen trotzdem die Vorrunde mitmachen. Das wäre doch mal was gewesen, ne? Das wäre doch mal ein Zeichen gewesen, zu sagen, jo. Wir strengen uns von Anfang an. Wir ruhen uns jetzt nicht auf diesen Status aus, dass wir die Gastgeber sind. Sondern wir machen auch die Vorrunde mit. Das Ding ist, Testspiele sind zwar schön und gut, aber es sind halt nur Testspiele, ne? Es sind halt keine ernsten Spiele. Deswegen wäre es, glaube ich, schon ganz gut gewesen, wenn da halt Deutschland die Vorrunde mitmachen würde. Ja, die Vorqualifikation. Und ja, die Testspiele haben sie halt auch verkackt, ne? Also. Bis auf eins, ne? Wo Rudi Völler übernommen hat. Das haben sie lustigerweise gewonnen. Aber die anderen haben sie verkackt. Oh Gott. Oh ja. Ich bin echt gespannt. Aber wahrscheinlich darf man, also selbst wenn jetzt gesagt worden wäre, yo, wir wollen auch die Vorrunde mitmachen, also nicht die Vorrunde, sondern die Vorqualifikation. Wahrscheinlich wäre das dann auch nicht erlaubt gewesen, keine Ahnung. Ich kann mir hier Leben farmen. Sollte ich an sich auch tun. So Leute, der Treppentrick. Bei einer Treppe einfach hier springen, den Panzer nach oben schmeißen und dann hier so reingehen. Und dann könnt ihr ganz easy eigentlich 3 Leben farmen, aber gut. Ein Leben ist auch okay. Ich hätte jetzt natürlich nochmal ansetzen können, aber... nee, es passt schon. Oh Gott. Okay. Ah, der Takt ist ein bisschen langsamer. Sehr schön. Vorführeffekt. Ja, aber ich habe ein Leben bekommen, also so ist es ja nicht, ne? Hätte ich jetzt kein Leben bekommen, dann hätte ich es nochmal gemacht. Aber ein Leben ist okay. Oh mein Gott. Okay. Das waren zum Glück nicht die heftigsten Sprünge. Juhu. Das dritte Leben bekomme ich wahrscheinlich im Ziel. Und ja, ich bekomme es tatsächlich. Ja, deswegen war das dritte Leben jetzt nicht unbedingt nötig. Ah ja, seitdem ich halt diesen Treppentrick kenne oder auch andere Struts,
Habe ich mich auch auf jeden Fall nochmal deutlich verbessert im Mario Maker. Das Eröffnungsspiel ist in München. Oha. Ist das so? Ich bin echt gespannt, wie das wird. So, hier gehe ich oben rein, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir hier auch das Leben aus der Flagge bekommen. Oh mein Gott. Ist das dein Ernst? Okay, das ist jetzt tendenziell Training für mich. Die Frage ist halt, wie viel von diesen Sprüngen will er haben. Oh mein Gott, ich hab den jetzt zweimal geschafft, Leute. Oh mein Gott. Es geht auch auf die Finger. Zumindest auf den linken Daumen. Okay, nice. Aber ich werde immer besser mit dem Jump. Ja, ich glaube tatsächlich, dass dieses zweimal springen. Das ist tatsächlich, glaube ich, ganz cool. Oh mein Gott, aber mein Daumen. Oh mein Gott. Ja, Mann. Okay. Wahrscheinlich, weil man dann halt wirklich. Ich weiß nicht, was das ausmacht, dieses zweimal springen. Was scheint halt dann wirklich einfacher zu sein. Oh Gott. Ich wusste auch lange nicht, wie lange diese. Ich wusste auch lange nicht, wie dieser Trick geht. Also klar, ne, den Spin zu machen kurz bevor man landet, ist klar. Aber es hat halt trotzdem ewig nicht geklappt. Und jetzt klappt es eigentlich ganz gut. Oh mein Gott. Wenn man halt jetzt wüsste, wie oft man das machen muss. Oh mein Gott. Mein Daumen tut weh. Shit. Hab gehört, dass die Ticketvergabe Mist sein soll. Zu Fußball werden. Ehren. Und keine Ahnung. Ich denke nicht, dass ich in irgendein Stadion gehe. Obwohl ich ja eigentlich, ne, mit der Allianz Arena schon das theoretisch machen könnte. Ich könnte einfach Smash Boy fragen. Smash Boy ist bestimmt sehr oft im Stadion. Oh Gott. Das kann halt sein, ne, dass der Bauer so sich so einen Death Switch hingebaut hat. Das kann ich mir vorstellen, ja. Es würde mich interessieren, ob das legit ist. Ja, Smash Boy ist so gut wie immer im Stadion. Smash Boy ist quasi, ja, Stammgast. Okay, nice. Okay, einmal noch. Vielleicht könnte er. Also, ich würde das Ticket natürlich bezahlen und so. Aber ich will halt nicht komplett alleine ins Stadion gehen. Das. Das will ich halt auch nicht. Aber, ne, theoretisch, ne, könnte man. Könnte ich schon ins Stadion? Oh Gott. Also ich glaube, wenn das irgendwann auf YouTube kommt, ich werde das definitiv schneiden. So, aber ey, das lief doch in Ordnung. So, ich. Oh mein Gott, nochmal. Ah. Boah, mich würde so sehr interessieren, ob da am Anfang irgendwo ein P-Switch versteckt ist. Ich glaube tatsächlich, dass ich das überprüfe gleich. Wobei die Japaner, ja, die können diese Sprünge schon. Also zumindest wenn man dieses Level baut mit dem System, dann
Sollte man das eigentlich können? Oh mein Gott. Oh, mein Daumen. Mein Daumen. Ah. Oh, jetzt. Geh da rein. Joker. Guten Abend, jetzt kommt die ganze Base hier rein. Oh, jetzt. Willkommen im Stream. Guten Abend an die lieben Raider. Willkommen, schön euch zu sehen. Und mal Mecker hast du halt noch die anderen Styles, die dazukommen. Das hast du halt auch noch. Also du hast sehr, sehr, sehr viel Abwechslung. Sowohl hier als auch in Mario World. Das ist mega. Okay. So, Second Try, passt. Oh mein Gott, wir kommen so langsam auf die 11.011. Oder 11.111. Und da werden wir einige Platzierungen nach oben gehen. Einige. Wie viel Clears hat Platz 1? 100.000 ungefähr. Allerdings, der spielt das halt schon seit Release, sehr wahrscheinlich. Jeden Tag mehrere Stunden. Das ist tatsächlich sehr schwierig einzuholen. Und das ist auch nicht mein Ziel. Ah ja. Tendenziell, wenn man irgendwo Platz 1 werden will. Oha. Egal in welcher Rangliste, man muss quasi die ganze Zeit, die man hat, muss man halt genau da reinballern. Weil ich sagen muss, ne, ich habe jetzt in den letzten 3 Wochen habe ich über 1000 Level geclearet, ne? Wenn ich das 2 Jahre lang durchziehe, ne, dann hätte ich wahrscheinlich 30.000 Clears oder so. Aber ja. Mal gucken, ne? Mal gucken. Und Kev, guten Abend. Willkommen im Stream. Ah ja, 11.000 Clears ist schon eine Menge. Dann habe ich ja noch den, ich sag mal, Hauptaccount. Der hat auch, glaube ich, 3.500 Clears oder so. Also wenn man die zusammenrechnet, ne, dann wäre ich ja schon bei knapp 15.000 quasi. Jetzt kommt diese Milchmännchenrechnung. Okay, nice. Das war's schon? Okay, das sind jetzt chillige Level. Genau. Wenn der Erstplatzierte 1 Monat lang offline ist, dann wird er quasi aus der Rangliste rausgeschmissen. So lange, bis er halt wieder aktiv wird. Und ja, theoretisch ist dann halt auch Platz 1 möglich. Aber realistisch gesehen passiert das frühestens, wenn Mario Maker 3 rauskommt. Und sich dann halt quasi keiner mehr für Mario Maker 1 interessiert. Das kann sein, dass er es ein Level machen wird. Ja, ich glaube, es reicht sogar, wenn man einfach nur online geht. Ah, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Spring direkt. Bin ich ja gestorben, ne? Oh Gott, ich hätte einfach mich geduckt. Ich hätte einfach geduckt bleiben müssen. Ja gut, das machen wir nochmal. Ah ja, was auf jeden Fall Fakt ist, sobald Mario Maker 3 draußen ist, ist Mario Maker 2 quasi tot. Und ja, vielleicht mache ich dann auch, wenn es wieder Expert gibt, ne, gehe ich da vielleicht auch auf Rang 1, zumindest für ein paar Monate lang. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber da müsste ich halt wirklich nur Expert spielen. Für quasi 8 Stunden täglich. Aber würde gehen, ne? Würde gehen. Oh mein Gott. Ich hab Zeit verloren. Schade. Aber ich hab wieder ein bisschen Zeit verloren. Das gefällt mir nicht. Ernsthaft, wie knapp ist denn das? Okay. Und ich vergesse immer, dass ich hier schnell sein muss bei dem Greifhaken. Aber diesmal hat's zum Glück geklappt.
Oh mein Gott. GG. Das mit dem Greifhaken hat, eieiei. Das hat mir einige Versuche gekostet. Und das ist tatsächlich ganz nice, das Bloodthirst. Diesmal. Nein, jetzt kommt der Softwarefehler. Die Musik ist nämlich aus. Okay. Boah, ich muss nach korrupten Daten suchen hier. Ich hoffe, es werden dann auch welche gefunden. Ich find's witzig, dass ich jetzt hier noch lebe. Weil normalerweise, wenn der Sound so plötzlich weggeht, dann stürzt das Spiel ab. Aber ich habe wohl Glück gehabt. Okay, warum ist hier noch eine Röhre? Ich bin gespannt. Und ja, wenn die neue Konsole kommt, ne, wird schon früh genug kommen. Aber ja, wenn sie dieses Jahr kommt, ist in Ordnung. Wenn sie nächstes Jahr kommt, ist auch in Ordnung. Ist mir an sich tatsächlich egal. Das Einzige, was halt sicher ist, dass sie halt irgendwann kommen wird. Aber ja, diese ganzen Gerüchte-Dinge, die gucke ich mir jetzt nicht an. So Leute, wir holen uns 3 Leben. Oh boy, Iggy ist wieder da. Ja okay, wir holen uns doch nicht die 3 Leben. Vielleicht kriegen wir noch eine andere Treppe. Oder wir kriegen einfach so 3 Leben. Hä, wo sind die Münzen? Ja, okay. Okay, da kam doch der Reset. Okay. Oder sie bringen halt wirklich einfach eine verbesserte Switch raus. Wo man halt auch die alten Spiele und so spielen kann. Ah, das ist kein einfaches Level. Danke. Okay, komm, Ziel. Okay, nice. Geht doch. Eieiei. Wieso hängt Nintendo immer grafisch den anderen Konsolen hinterher? Naja, weil Nintendo muss nicht die beste Grafik haben, um geile Spiele zu machen. Mindestens 3 Steinblöcke, okay. Nintendo war noch nie so auf Grafik aus. Die haben das halt auch nicht wirklich nötig. Oh jetzt, ich rette das Level noch. Jetzt ist halt die Frage, muss ich den töten oder nicht? Oh mein Gott, das war wahrscheinlich ein Fehler. Oder auch nicht, keine Ahnung. Nee, das war korrekt. Okay, aber ich besieg hier mehrere Trumps. Okay. Miauza, ernsthaft? Okay. Oh, ich glaube, ich muss die Katze behalten. Kommt on, Bowser. Okay, nice. Oh nein, ich will einen Powerblock mitnehmen. Come on. Oh, ich glaube, ich brauche den nicht, aber man weiß nie. Oh ne, hier ist das Ziel. Perfekt, schönes Level. Und die können halt dann die Konsole auch deswegen günstiger verkaufen. Ich glaube halt nicht, dass eine Nintendo-Konsole sich für, weiß ich nicht, 700 Euro, dass sie sich verkaufen würde. Ist, glaube ich nicht. Und Leon, danke dir für deine Dreier-Serie, vielen Dank. Und willkommen im Stream. Ich hoffe, ich brauche die Feuerblume nicht. Ich glaube, ich brauche sie nicht, ne. Macht jetzt zumindest nicht den Eindruck. Ja, Mario, Zelda, Pokémon.
Das, Mario Kart, ja. Also, die ganzen Eigenmarken, die sorgen einfach dafür, dass sich das gut verkauft. Gehört. Das war halt schon immer so. Und ja, Nintendo ist halt schon auch eine Familienkonsole. Wo sich halt die Eltern denken, jo, wir stellen unserem Kind eine Nintendo da rein, ne? Das ist es halt auch, ne? Und wenn das dann halt 700 Euro kosten würde, oder 800 Euro, oder dann würden das halt viele, glaube ich, auch gar nicht machen. Deswegen wird die neue Konsole wahrscheinlich auch nicht so viel kosten. Also sie wird mehr kosten als die Switch, ja, denke ich schon. Aber ich denke mal maximal 499. Damit halt die 4 noch vorne dran steht. Oh Gott. Okay. Es gibt hier keinen Schlüssel. Alles klar, Joker Stream. Du gehst jetzt noch essen. Oh Gott. Dann bist du ja auch nachtaktiv, wenn du jetzt noch was isst. Ah ja. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Und vielen Dank auch nochmal für deinen Raid. Und man sieht sich dann in der Finalrunde. Jawohl. Ich gegen dich. Let's go. Du bist 3 wach. Oh, nice. Ja, bist du auch nachtaktiv. Sehr cool. Okay, die haben jetzt einen Schlüssel. Alles klar. Beide haben einen Schlüssel. Okay. Und vielen Dank nochmal an alle. Ich müsste eigentlich jetzt ins Ziel kommen. Ja. Ja, immerhin ein Leben. Dafür müsste ich noch Worte üben. Ich sag mal, Glück macht halt auch so ein bisschen aus. Bei 15 Minuten. Also. Kann schon spannend werden. Oh ne, das kriegt kein Like.